Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir eine Brücke geschaffen. Ne, Quatsch, war davor. Da sind wir in diesem neuen Gebiet herumgelatscht, auf dem Weg zum Malind. Da können wir theoretisch jetzt rein, aber erstmal gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Ich habe nur eine Schatztruhe zu Offscreen gefunden, da waren aber nur so normale Gummis drin, glaube ich. Wir gehen diesen komischen Vogel mal aus dem Weg, den da hinten, weil durch den sind wir jetzt mal K.O. gegangen. Und ja, ich habe glaube ich da noch irgendwo einen Schrein oder so gesehen, den kann man prüfen, genau da, und gucken wir mal. Neue Wunsch, der Wächter am Wegesrand, der Schrein am Stadtrand. Ah. Übrigens ein bisschen trainiert, so dass wir kurz vor Level 14 sind. Auf Screen Level möchte ich ehrlich gesagt nicht. Aber jetzt mal so ungefähr vorm Level ab. Können wir ruhig leveln, finde ich. Weil die Titel Level ja auch und so, deswegen ich vielleicht mal nachgucken sollen. Okay, der Schrein am Straßenrand und nochmal AP1. かつては昔はこんな祠があちこちにあって、加護が広がっていたんだろうね。そうですね。祈りを捧げる人も風船います。少ないかもだけど、今も祈る人はいるよ。ほら、江戸の山の祠、あそこにも花が添えられて。 Ja. Okay, ich muss mal die Musik ein bisschen runterstellen. Irgendwie kommt mir die nämlich sehr laut vor. Manchmal höre ich irgendwie einige Stimmen nicht so gut. Okay, wir haben Arts bekommen, neue. Schallstoß. Ach, Sonic Crust. Ist das? Ja. Müsste ja Sonic Crust sein, ne? Drehende Spitze. Stößt die Lanze in den Boden, um sie als Haltstange zu nutzen und einen unaufhaltsamen Tritt auszuführen. Machen wir halt mal hier. Oh, ist nichts Neues. Du hast Stromzahne. Das ist eine Dingens. Bei der kann ich auch gar nicht ändern. Okay. Dann gucken wir mal. Da können 4. 3, 2... Soll vielleicht einen irgendwie hier mal maximieren, damit ich darauf ausweichen kann. Falls irgendwie mal ein starker Gegner kommt. Wie trotzdem wird er dann nur per Level Ups. Ach ja, ich habe glaube ich einen neuen Ring oder so ausgerüstet. Hier, damit sie jetzt auch die 20er Boosts bekommt. So, sie ist noch ganz weit weg davon, diese Boosts zu bekommen. Schade. So, wir steuern mal Alicia wieder. AP, warte mal. 5. Also nicht. Gucken wir mal. Gehen wir jetzt nach Malind. Ja. Kämpfe können wir ruhig aus dem Weg gehen. Wir haben jetzt ein neues Level up. Wo die Gegner wahrscheinlich schon wieder stärker werden. Vor allem die Bosse, gegen die ich sowieso keine Chance habe. Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder am Anfang ein Standbild. Ich weiß nicht, warum irgendwie die ersten 10 Sekunden ein Standbild ist in den letzten Parts, die ich aufnehme. Da ist in Kingdom Hearts und Dragon Ball schon ein bisschen passiert. Finde ich ein bisschen nervig. Ich hoffe, es passiert hier nicht auch. Oh, ein Hundi!
Willkommen im Club. Boss direkt. Nö. Level 22, Hilfe! Oh geil. Das sieht doch mal cool aus. Ich kann den Dings werfen? Ne, habe ich nicht. Verdammt. Und wenn denn die Gegner so stark immer? Wie amortisiert sich? Ich hab meine an. Oh, was? Sie hat jetzt erst ein Level Up? Okay. Ist das ein neues Gebiet? Oder auch nicht? Ich dachte, hier ist ein neues Kampfgebiet direkt. Das auch gerade jemand gesehen. Okay. Leider. Trainer Drache, okay. Das ist eine Dingens. Ich nenne die Arzt. Weiß nicht, verborgene. Das sind. Wo steht das? Ja, nee, wen steuere ich denn hier? Kriegsarzt? Nee, das sind Kriegsarzt. Und sind verborgene Arzt. Und dann gibt es seraphische Arzt. Das ist mir viel zu kompliziert. Warte mal. Oh, okay. Ich habe gerade gesehen, das hat einen Kopf vom Hund. Sehr gruselig. Ja, ich mag Hunde auch nicht so sehr. Auch wenn ich am Anfang Hundi gesagt habe. Aber ich dachte, der war nett. In letzter Zeit hebe ich mindestens ein Grab am Tag aus. Die körperlichen Folgen sind eine Sache, aber die seelischen Folgen sind noch etwas ganz anders. Okay, wir müssen. Boah, ist das groß wieder. Hoffentlich tun wir jetzt nicht wieder 5 Parts hier in einer Stadt rumhängen. Nicht, dass ich was hier gegen Städte erkunden habe und so, aber trotzdem. Ist manchmal ein bisschen übertrieben. Okay. Wir gehen mal ins Gasthaus. Wir sind nicht angeschlagen. Ja, ne. Alicia. Also, so sieht eine Epidemie aus. Es ist wirklich ein Albtraum. Wir müssen schnell zum Heiligtum. Okay. Hier neuen Seraphen. Komm ich hier rein, verdammt. Wir so einen neuen Seraphen finden, der ja. Die, weiß ich nicht, wie man das nochmal nennt. Der sich um den Ort kümmert. Man blickt sich um und sieht lauter gesunde Leute, denen es blendend geht. Und dann wieder gibt es Leute, denen Sterbenselend ist. Achso, wodurch wird diese Seuche nur verursacht? Hüps. Also, eindrehen. Das werden wir wahrscheinlich herausfinden, was das hier auslöst. Anscheinend in dem Raum muss da was sein. Oder, boah, ist die winzig, die Truhe. Erdbeerwaffel. Ich sage mein, ganz schön klein, die Truhen. Wohl eigentlich bin ich erst gut. Zingalt. Boah, wir werden so locker zum Millionären. So, neue Skizze hier.
Frage, ob muss ich jetzt extra hierfür. Was ist, wenn ich jetzt hier da tode? Kommt auch ein Skit. あ、初めて食べたが、とても美味しかったよ。え、初めてって。でもそうか。アリーシャはいつもすごいごちそうを食べてるんだよな。ブーサギの丸焼きとか高級なフルーツとか。そんなごちそうを毎日食べているわけじゃないよ。確かにいつも食べている料理も美味しいが、それ以上に仲間とワイワイ食事を取ることがこんなに楽しいなんて思わなかったよ。 幸せというのは、こうした日々の生活の中にあるのだな。うん。美味しいご飯をみんなで食べる。本当幸せだなって俺も思うよ。お腹いっぱいになったら眠くなってきちゃった。明日もあることだし、部屋に戻ろうか。あ、そうだな。おやすみ。おやすみ。 Alles klar. Den Gericht sparen wir uns auf, nehme ich an. Wahrscheinlich sowieso ein paar Skizzen hier verpasst, habe ich das Gefühl. Da steht nicht der Effekt, okay. Wenn wieder ein Kampf hier kommt oder so, dann kann man ja nochmal hier reingehen. Ich habe schon Monolithen gesehen. Achso, ja, hier muss ich raus. Oh, echt blöde Architektur. Sehr naturgebundener Ort hier. Warum ist er hier so mitten in der Stadt drinne? In harten Zeiten schaust du dir das Fertigkeitenblatt auf der Ausrüstungsbildschirm an. Der Einsatz von mehreren Ausrüstungsgegenständen kann viele Bonusfertigkeiten aktivieren. Wenn Kämpfe eng werden, geht es um Waffenspiel und kaufe Ausrüstung mit neuen Fertigkeiten. Wenn vorhandene Ausrüstung durch Fusion zwar besser, verschmilzt auch schwache Ausrüstung. Nein, mache ich nicht. Das ist mir zu blöd. Ganz ehrlich. Ich in Graces F auch nie gemacht. Wozu irgendwie eine Waffe verbessern, wenn man irgendwie in den nächsten Laden gehen kann und sich eine neue holen kann. Mal sind die dir kurzzeitig außer Kontrolle geraten. Ich weiß, aus dem Mund eines Waffenschmieds klingt es komisch, aber Frieden ist der allerhöchste Gut. Das allerhöchste Gut. Okay, gucken wir mal. Was haben wir denn alles? Das hier sind Sachen... Ach nee. Kalzitschwert, ja. Vor meine Werte gehen dadurch voll runter. Kalzit-Ohrringe. Vor allem überall gehen dadurch meine Dings weg. Meine Bonus ist doch doof. Hier bekomme ich einen. Super. Nee, da war hier der rote Effekt weg. Der hier müsste das sein, oder der hier, keine Ahnung. Viererbündel hier. Oder hier. Hier der. Adangriff plus 1 beim Levelaufstieg. Ja, warum sollte ich das bitte schon loswerden? So, sie braucht unbedingt neue Sachen. Zum Beispiel den hier. Ja, Rüstung geht höher, aber trotzdem. So doof gemacht. Ja, dann können wir das hier noch nehmen. Kalzitstiefel, würde ich sagen. Jetzt brauche ich noch oben den weißen. Ich nehme es. Okay, cool. Der ist sogar schwächer. Ist auch schwächer. Was gibt mir das Gelbe da? Verteidigung plus 1. Bei Levelaufstieg. Nein, danke. Weil wenn die sowieso nur zwei Dinge haben, ich die gar nicht kaufen. Ist auch nicht schlecht. Nur mal den hier. So,
Papier, nix. Auch nicht so viel. Ich will nicht auch was Neues gekauft, nee, ne? So. Tränke des Lebens brauche ich. Ach, was war hier? So. Jetzt haben wir auch heilige Tränke. Weil die Werte sind sogar schlechter. Na. Da war ich schon. Ja, das mit dem Ausrüstungskaufen, das wird nicht so schön in dem Spiel. Warte mal. Kann ich nicht Dings hier machen? Wie nennt man das nochmal? Meinen Seraphen hier aufleveln? Das ist schon wieder so ein Hundedingen. Und ein Kalzitschwert schon wieder. Da gucke ich doch mal die Waffe an, die ich habe. Die ist doch viel besser. Von den Effekten, ja. Von den Werten vielleicht nicht, aber... Naja. So, hi, na. Voll gruselig aus. Brennen. Ha, 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 ha. Nein, ist auch noch so ein Ding, sehe ich. Aber erstmal Story-Fortschritt. Nehme ich an. Nö. Gehen wir erstmal hier lang. Man könnte ja auch mal irgendwie. Die ist da rumgegangen. Könnte auch mal irgendwo hier was hinpacken. Achso, da kann man gar nicht rein. Da gehen wir weiter. Die ganze Stadt hier erkunden, Dorf, was weiß ich, Hof, verbrennen, komm nie wieder, ich hasse Hunde, kann man auch nicht rein, so wie ich gehe jetzt hier rum und hier ist wieder nichts, und leck mich doch, warum macht er das, verschwendeter Programmierplatz, bäh, pfui, igitt. Mag die Stadt nicht, hier ist viel zu gruselig. Okay, warte mal. Wir sollen doch zum Heiligtum, ne? Also gehen wir erstmal da unten zum Ausrufezeichen. Ich glaube, Ausrufezeichen sind doch Dingens hier. Nebenquests, oder? Oh, da oben, Hallöchen. Die Zichtungen scheinen mir glaubwürdig. Es muss in der Nähe sein. Ach ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Ach ja. Gibt's auch noch. Danke für das Geschäft. Jetzt kann ich meine Reizen fortsetzen. Stadt der Wälder erhalten. Ja. Was bringt mir das überhaupt? Wenn ich so das Gefühl habe, mir die Karten irgendwie was bringen. Sieht jetzt genau gleich aus. Boah, geh weg, alte Frau. Kick ich dich weg. So, da müssen wir hin, also gehen wir da lang. Oder ist schon wieder so ein Wolfkopf. Ich dachte, ich kriege in den Städten mehr Geld. Buff. Ma. Buff. Das wird schon irgendwie bringen. So, nochmal ein AP dazu. Drei Arten von Arzt. Schauen wir uns Kriegsarzt genau an. Sie sind schnell in der Anwendung. Sie können seraphische Arzt unterbrechen und unterliegen auch verborgenen Arzt. Der SK-Verbrauch ist ziemlich gering, die Trefferanzahl ist ziemlich hoch, Schaden wird durch deinen Angriff und die Verteidigung des Feindes bestimmt. Kriegsarzt, das sind die normalen Angriffe, sag ich mal. Ich mit X aktiviere. Und hier kommt sowas von irgendwann mal ein Bosskampf. Das schreit doch gerade so danach. Oder irgendeine große Schlacht. Das ist noch ein Monolith. Ey. Leck mich. Partner sind wie im Aktionsabschnitt der Strategie ist Strategiemodus beschrieben. Verbündet sie mit der Hilfe von L1 amortisiert können. Was? Keine Ahnung.
Hab ich nicht kapiert, weg hier. Du doof. Oh. Also dieses Schatzdetektor und so weiter, das bringt's voll. Die sagen mir, wenn ich davor stehe, dass ich mich umschauen soll. Das bringt's nicht. Ich weiß, das Level soll sich ja angeblich irgendwie erhöhen, aber trotzdem, das ist bis jetzt sehr dämlich. Du brauchst mir nicht, wenn ich vor einem... Ja, du musst mir nicht sagen, wenn ich vor den Kräutern stehe, dass Kräuter in der Nähe sind. Ich sehe sie auch. Vor dem, was weiß ich, Museum. Amortisierung, der Verwarnungsstoß macht dich besonders verwundbar. Setze ihn ruhig gegen betäubte Feinde ein. Jedoch hat er auch ein hohes Betäubungspotenzial. Eine mögliche Taktik wäre, ihn also nach dem Angriff eines Verbündeten zu wirken. Von allen Arts in der Amortisierung ist es der einzige, deren Schaden von deinem Angriff und der Abwehr des Feindes abhängt. Wähle ein Ziel also mit der Bedacht. Was? Also die anderen nicht, oder was? Hä? So gibt's denn dann verschiedene Statuswerte. Oh Mann. Wer wenigstens wird er jetzt notiert. Wahrscheinlich, weil ich Mikleo eine Zeit lang nicht dabei hatte, ne? Oh, Alicia. Ehrlich. Ach, da hat noch Zeit. Bis zum nächsten Part, nehme ich an. Okay. Ich beende meinen Part. Ich mache die Parts ein bisschen kürzer, weil sonst hänge ich immer hier und da mal mit dem Parts hinterher und das ist ein bisschen nervig. Gut. Gute Idee, okay. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.